Und nee, also der, die Rainbow Warrior-Fälle, ja, ganz klar. Genauso auch die chinesischen Geheimdienst. Aber keine CIA. Also. Und die gesamte, das was... Aber das ist Staatsterrorismus. Ja. Aber, das ist das Problem. Es ist, ich sag ja, alle großen Staaten der Welt, alle Staaten, die es sich leisten können... Aber würden jetzt sagen, Deutschland sich, hat auch... Deutschland stürzt keine Regierung. Nein. Das freut mich zu hören. Putsch, ja. Nee, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Das ist doch die Frage. Ich bin in die Politik eingestiegen, damit das, was 1933 oder mit Vorlauf gelaufen ist bis 1945, dass sich das hier nicht wiederholt. Und ich habe allen und Leuten der Schweizer in unendlichen Versammlungen immer wieder gesagt, solche Sachen macht, wie der KGB zum Beispiel, macht ein westlicher demokratischer Geheimdienst nicht. Und wenn er irgendwas sowas gemacht hat, dann ist es irgendwas schiefgelaufen, falsch gelaufen. Aber kriegen Sie es mit? Wie? Kriegen Sie es mit? Was also welche Möglichkeiten hat denn ein Parlamentarier, auch ein Minister, wirklich an diese Dinge ranzukommen? Also in Amerika ja offensichtlich nur sehr begrenzt. Also wenn Sie zum Beispiel Herrn Kerry nehmen, der ja mal Präsidentschaftskandidat werden wollte und um ein Haar es geworden wäre, wenn Sie dessen Anhörung über CIA, Drug Enforcement Agency in Mexiko und in Vietnam, wo auch immer, an sich und den BCCI, die große Bank, die sowohl von den Hochkriminellen der westlichen Welt, der gesamten Welt und dem CIA genutzt wird, damit die Gemengelage immer organisiert werden kann. Wenn Sie das lesen, dann haben Teile der amerikanischen Abgeordneten sehr wohl einen Durchblick. Okay. Sie sind möglicherweise aber Bestandteil der amerikanischen Staatsräson, die jetzt sagt, wir sind jetzt die letzte verbliebene Supermacht und wir müssen den Zugriff auf die Erdölreserven, aber auch die sonstigen Reserven der Welt, müssen wir jetzt organisieren, um ein amerikanisches Jahrhundert sicherzustellen. Darüber kann man ja diskutieren, aber die Methoden, mit denen das gemacht wird, die sind eben völkerrechtlich überhaupt nicht zu akzeptieren. Wir müssen im Grunde aus Völkerrecht aufgeben. Und wenn meine Regierung sowas machen würde, hätte ich nichts dagegen, sie vor den Gerichtshof in Den Haag zu ziehen und sagen, das ist eine völkerrechtswidrige Handlung. Also was ja eigentlich passiert, was sich jetzt irgendwie 1953 stürzt, die USA im Iran, die Regierung Mossadegh. Natürlich, das war der erste Fall. Ja. Genau. Und Sie haben gefragt, ja, wie kann man das verhindern oder kontrollieren? Herr Bülow sagt ganz richtig, es gibt zum Teil Interessen vom Weißen Haus, vom Senat, vom House of Representatives oder, wenn Sie wollen, in Russland, auch von einer Führungsschicht, die hier zusammenlaufen mit dem Staatsstreich. Das heißt, man will es gar nicht verhindern. Es ist nicht so, dass man immer sagen kann, die Geheimdienste, das sind sogenannte Runaway Agencies. Das ist nicht so, sondern hier macht jemand die Drecksarbeit, dass man später sagen kann, ja, wir wollten das nicht. Aber eigentlich profitiert man davon. Im Fall vom Iran haben danach die Amerikaner Zugang zum Erdöl. Zuvor hatten es die Briten nur oder die Iraner. Also hier wird Ressourcenkriege werden mit absolut nüchternem Kalkül getrieben. Wir haben ja bis jetzt geredet über Fälle, die lange Zeit unklar waren, aber dann sozusagen klar wurden. Der nächste Film blickt auf aktuelle und frische Fälle. Die Frage, die sich stellt, lautet ja, liegen alle Fakten auf dem Tisch oder befinden wir uns noch in einer Zwischenzeit, weil wir die tatsächlichen Hintergründe einer Verschwörung nur noch nicht aufdecken konnten bislang? »21 Monate dauerte der Prozess. 165 Zeugen wurden vernommen, 8 Sachverständige geladen und dennoch. Ein bedeutendes Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik bleibt unaufgeklärt. Worum ging es? Am 7. April 1977 werden der damalige Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine Begleiter in Karlsruhe von einem Kommando der RAF erschossen. Günter Sonnenberg, Christian Klar und Knut Volkerts wurden später wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Wer der Todesschütze auf dem Motorrad war, bleibt jedoch bis heute ungeklärt. Eine Frage, die Michael Buback, Sohn Siegfried Bubacks, nicht in Ruhe lässt. Zu viele Ermittlungsfehler haben den Chemieprofessor und CDU-Mann misstrauisch gegenüber dem Staat gemacht. Hinweise, dass es sich bei dem Täter um eine Frau handeln könnte, wurden bei den polizeilichen Ermittlungen übergangen. Das Dienstfahrzeug des Vaters und das Motorrad der Täter sind nicht mehr auffindbar. Wichtige Akten des Verfassungsschutzes bleiben gesperrt oder wurden sogar vernichtet. Eigene Recherchen haben Michael Buback zu der These geführt, Verena Becker sei die Täterin gewesen. Sie werde von den Staatsorganen gedeckt, weil sie dem Verfassungsschutz als Informantin gedient habe. Neue juristisch verwertbare Indizien kommen bei dem Prozess nicht zutage.
Das Schweigen der als Zeugen geladenen Ex-Terroristen verbündet sich mit dem Schweigen der Staatsorgane. Ergebnis: Verena Becker wird wegen Beihilfe zum Mord an Siegfried Buback zu 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Doch das Spiel geht weiter. Sowohl die Verteidigung als auch Michael Buback haben Revision eingelegt. Es sieht aus wie ein Videospiel, aber es zeigt eine blutige Wahrheit. US-Soldaten ermorden unschuldige Zivilisten im Irakkrieg. Das Militärvideo wird 2010 auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht. Es ist nur eines von Zehntausenden geheimer US-Dokumente. Die Website macht ihren Sprecher Julian Assange weltberühmt und zum Staatsfeind der USA. Er selbst sieht sich als Aufklärer und Gegenverschwörer, der von den Regierungen der Welt Transparenz und ethisches Verhalten einfordert. Sein nächster großer Coup: die Veröffentlichung von geheimen Depeschen der US-Botschaften. Sie zeigen, was Amerika über ausländische Politiker und ihre Absichten denkt. Nicht unbedingt überraschend, aber für die US-Regierung doch sehr peinlich. Während die betroffenen Politiker den Ball flach halten, versucht die CIA gezielt, die Informanten von WikiLeaks zu verfolgen. Der entscheidende Kampf findet im Netz statt. Kreditkartenunternehmen stellen ihren Zahlungsverkehr an WikiLeaks ein. Immer wieder wird versucht, die Website zu blockieren. Und Assange selbst sieht sich als Opfer eines Komplotts. Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden könnten dazu führen, dass er über London nach Schweden an die USA ausgeliefert wird. Zurzeit gewährt ihm die ecuadorianische Botschaft in London politisches Asyl. Ausgerechnet ein Land, das die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt. In den Jahren 2000 bis 2006 werden in Deutschland insgesamt 9 Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Erst Ende 2011 kommt durch Zufall heraus, dass die Morde auf das Konto der rechtsextremen Vereinigung NSU, nationalsozialistischer Untergrund, gehen. 2 ihrer führenden Mitglieder, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, begehen nach einer Polizeifahndung Selbstmord. Die 3. Person, Beate Zschäpe, stellt sich kurz darauf der Polizei. Die nachfolgenden Ermittlungen ergeben, dass das Terrortrio schon lange beobachtet wurde. Um einem Haftbefehl zuvorzukommen, taucht es 1998 unter. Verfassungsschutzbehörden und Kriminalämter sammeln seither Informationen, die nicht ausgewertet oder später sogar teilweise vernichtet werden. 2004 sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz keine Gefahr für militante Aktivitäten der rechtsradikalen Szene. Zu diesem Zeitpunkt sind schon 5 Menschen tot. Inzwischen ermittelt auch eine Sonderkommission Bosporus in den Mordfällen und kommt 2008 zu dem Ergebnis, dass es keine Hinweise auf rechte oder linke Aktivitäten gebe. Behördenblindheit? Schlamperei? Oder war der Verfassungsschutz über V-Leute selbst involviert? Der Untersuchungsausschuss des Bundestags fand in den noch vorhandenen und teilweise rekonstruierten Akten des Berliner Verfassungsschutzes keine solchen Hinweise. Es war sehr wichtig, nämlich diese Akten zu sehen, um Verschwörungstheorien auch den Boden zu entziehen. Bis zum Ende der Ermittlungsarbeiten sollen keine Löschungen mehr vorgenommen werden. Doch es bleiben Fragen. Warum wurden auf Geheiß des Bundesinnenministeriums beim Bundesamt für Verfassungsschutz Akten zur Neonazi-Szene vernichtet, nachdem die Terrorzelle aufflog? Und was stand drin? Was drin stand, darüber darf nicht geredet werden und kann nicht geredet werden. Im Grunde genommen sind wir also fast so weit wie vorher, dass wir so eine Aussage vertrauen müssen. Also ein Parlamentarier darf Einblick nehmen, es sind ja nur ein paar, die in diesem Untersuchungsausschuss sind, darf Einblick nehmen, also in die Unterlagen des Verfassungsschutzes, pardon, aber nicht wirklich darüber reden. Also letztlich geht es um Vertrauen, oder? Nee, das Vertrauen darf man da nicht geben. Also ich bin der Meinung, ob man nun Richter ist oder ob man Parlamentarier ist, wenn wesentliche Akten nicht freigegeben wird, soll das ja dazu führen, dass man die volle Wahrheit nicht zutage treten lassen kann. Die Richter haben inzwischen ein Rechtssystem gebastelt bekommen von den Regierungen und mit Zustimmung der Parlamentarier, dass sie ja zum Beispiel Fall Buback, der kann nicht aufgeklärt werden, weil wir inzwischen einen Paragraphen haben, wonach Terroristen als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden
müssen. Mhm. Der muss also nicht nachweisen, der Mord ist passiert worden von der und der sondern Bande. Sondern der ist Mitglied einer. Sondern jetzt diese Frau, wie heißt sie, die Verena Becker. Verena Becker hat ja nur irgendwann gesagt, ich bin einverstanden damit, dass dieses Attentat durchgeführt wird. Das führt jetzt dazu, dass sie nochmal obendrauf vier Jahre bekommt. Ich wegen nicht, Beihilfe, bitte. Nicht wegen Mitgliedschaft. Wegen Beihilfe, ja, aber sie ist Mitglied dieser terroristischen Organisation und hat die unterstützt.